Willkommen zum N24 Immobilientrend. Beim aktuellen Städteranking von Wirtschaftswoche und Immobilien Scout liegen süddeutsche Städte wieder ganz weit vorne. Die Attraktivität von München, Erlangen oder Ingolstadt beruht auf einer guten Infrastruktur, einer starken Wirtschaft und einer hohen Lebensqualität. Dass die Anziehungskraft von Großstädten ungebrochen ist, zeigt auch das aktuell leichte Mietpreiswachstum im November. Die aktuelle Diskussion um das Bestellerprinzip und die Mietpreisbremse kann durchaus ein Auslöser dafür sein, dass die Preise erneut ansteigen. Bei Eigentumswohnungen gilt weiterhin ein starker Preisanstieg. Die Nachfrage nach Wohneigentum bleibt hoch, vor allen Dingen in Berlin und Köln. In Erwartung künftiger Preissteigerungen entscheiden sich immer mehr Menschen für den Kauf einer Immobilie. Heute schauen wir uns Ludwigshafen und Mannheim genauer an. Beide Städte zusammen bilden ein wirtschaftsstarkes Zentrum in der Region. Großkonzerne wie BASF oder Daimler sind Magneten für Arbeitnehmer. Lange Zeit haftete Ludwigshafen ein gewisses Schmuddelimage an. Doch mit Bauprojekten wie dem Rheinufer Süd hat der Standort deutlich aufgeholt. Mannheim wiederum punktet damit, dass ehemalige Militärflächen zu Wohngebieten werden. In Ludwigshafen sind die Mieten seit 2007 um ca. 25% gestiegen. In Mannheim dagegen nur um 20%. Die Kaufpreise haben seither in Mannheim stärker zugelegt. Im Schnitt zahlen Mieter 7 Euro bzw. 8 Euro pro Quadratmeter. Bei Kaufwohnungen ist Ludwigshafen das günstigere Pflaster. Der Durchschnittspreis liegt hier bei rund 1500 Euro pro Quadratmeter. In Mannheim muss dagegen mit rund 1900 Euro etwas mehr bezahlt werden. Beim Hauskauf werden die Preisunterschiede noch deutlicher. Betrachtet man die Durchschnittspreise der jeweiligen Städte, so müsste Ludwigshafen rund 120.000 Euro weniger gezahlt werden als in Mannheim. Im Vergleich zum Vorjahr haben die Eigenheimpreise in beiden Städten zugelegt. Vor allen Dingen in den begehrten Lagen am Rhein. Mein Resümee? Inzwischen erwerben immer mehr Mannheimer Eigentum auf der anderen Seite des Rheins. Denn durch neue Projekte gewinnt Ludwigshafen an Attraktivität. Vielen Dank fürs Zuschauen, kommen Sie gut durch die Woche und bis zum nächsten Mal.